Ich möchte dir jetzt eine ganz perfide Form von Faulheit vorstellen. Also Faulheit kennst du, das sind Menschen, die sagen, naja, lass ich mal liegen, mache ich mal morgen und ja, es geht mir nicht ganz so gut, so richtige Erfolge kriege ich auch nicht, aber naja, wird schon irgendwie irgendwann mal wieder so. Und die perfideste Form von Faulheit ist, Geschäftigkeit. Geschäftigkeit. Also, dass man arbeitet und macht und tut und wurschtelt und beschäftigt ist von morgens bis abends. Denn wenn man die ganze Zeit beschäftigt ist und geschäftig seine Dinge erledigt, dann hat man nämlich eine Sache nicht auf dem Schirm, nämlich das Ergebnis dessen, was man von morgens bis abends tut. Sprich, ja, die Effizienz. Also, ob man das, was man tut, ob das in irgendeiner Form im Verhältnis zum Outcome steht, also zum Ergebnis. Und diesen Fehler stelle ich so häufig fest, nicht nur bei Privatpersonen, auch in vielen Organisationen, dass man Hauptsache irgendwie beschäftigt ist und geschäftig und von hier nach da wuselt und dies tut und jenes tut, aber das dabei nicht mehr steuert, was man macht. Also dass man nicht in die Vogelperspektive geht und sich fragt, was ist denn wirklich wichtig? Und deswegen Vorsicht, also solltest du von morgens bis abends beschäftigt sein, solltest du wenig Energie haben, wenig Zeit, wenig Platz für eigene Gedanken, solltest du dich gestresst fühlen und denken, verdammt, Hacke, ich bin doch die ganze Zeit beschäftigt. Dann frag dich mal, ob nicht das, genau das, eigentlich ein Zeichen von Faulheit ist, und zwar von Denkfaulheit, von analytischer Faulheit, von dem Wunsch, dich treiben zu lassen, weil es dir viel zu anstrengend ist, einmal auf die Pause-Taste zu drücken und darüber nachzudenken, ob das, was du tust, wirklich wichtig ist.